Gesegnet ist jemand, der sich auf Gott verlässt und auf ihn hofft. So jemand ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln ausstreckt zum Bach hin. Und auch wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ich seh Bäume so grün, Rose so rot. Ich seh aus Blühe nach Leben und Tod. Und ich denke so für mich, was für eine gute Welt. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I say friends shaking hands, saying, how do you do? They learned much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Un traga poca farbe, vorhemus automarenne, sie werden mich sehen und erleben und sie, wo wir nie werden sein. Und ich denke so für mich. Was für eine große Welt, schlaue Welt, meine Welt, unsere Welt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich in dem Lied vorkomme, aber umso schöner. Ja, what a wonderful world, was für eine schöne, wunderbare Welt. Ein wunderbarer musikalischer Einstieg ist das schon gewesen. In den, ja, für mich besonderen Gottesdienst heute, wo wir wie immer feiern im Namen von Gott, wo alles Leben segnet. Im Namen von Jesus Christus, wo der Segen unter die Menschen gebracht hat. Und im Namen vom Heiligen Geist, wo in allem Lebendigen wirkt. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Es freut mich sehr, dass ihr heute alle mit dabei sind an diesem Gottesdienst, wo
wo wir auch eine Taufe dürfen feiern, wo mein offiziell letzter Gottesdienst da wird sein in dieser Gemeinde. Es gibt ja dann nochmal einen von draussen in 2 Wochen. Musikalisch werde ich heute unterstützt, einerseits durch Zara Fluri und Regula Keller, wo wir jetzt gerade vorher gehört haben, an diesen beiden Pianos und wo schon mehrfach mit mir Gottesdienste und Konfirmationen bestritten haben. Darum freue ich mich sehr, dass ihr auch heute mit dabei sind und den Gottesdienst bereichert. Und an der Orgel begrüße ich ganz herzlich Andreas Marti, der heute Variationen von «Wie gross ist des allmächtigen Güte» wird spielen von Mendelssohn. Er hat mir vorher gerade gesagt, der Mendelssohn hätte die Variationen geschrieben, die er, glaube ich, 14 gewesen sei. Ich habe mir dann überlegt, was ich mit 14 gemacht habe. Ja, sicher etwas anderes vermutlich. Es wird also auf jeden Fall ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis sein heute Morgen. Auf das freue ich mich sehr. Ja, dann heiße ich ganz herzlich willkommen die Familie Diem, Steffen, die heute da ist und wo heute die Noelia bei uns zur Taufe wird bringen. Genau, um dich geht es. Ja, schön sind ihr da, liebe Jacqueline, liebe Michelle, mit dem Gianluca und eben natürlich mit der Noelia. Ganz herzlich willkommen euch und der ganzen Taufgesellschaft, die ihr mitgebracht habt. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen musikalisch eingestimmt und so singen wir gemeinsam das erste Lied. Ich glaube, Gott ist Herr der Welt. Ihr findet es in der Nummer 271. Für die Lieder, die wir miteinander singen, stehen wir jeweils auf, wenn das möglich ist. Später
in der Predigt geht es um die Verbindung von Kulturen, von Lebenswissen, eine Art. Und zwar im Zusammenhang mit Natur und Mitwelt. An dieser Stelle jetzt zur Taufe von der Noelia baut auch eine Brücke zwischen Kulturen. Und zwar ist das der deutsch-iranische Schriftsteller Said. Der Said ist vor 75 Jahren in Teheran auf die Welt gekommen, mit 17 als Student auf Deutschland. Nach dem Sturz vom Schah vor 43 Jahren ist er kurzzeitig wieder zurück, aber das neu etablierte Mullah-Regime hat ihn wiederum abgeschreckt, sodass er wieder auf Deutschland gegangen ist. Vor einem Jahr ist er dort verstorben. Der Said hat Lyrik und Prosa auf Deutsch geschrieben, die er perfekt beherrscht hat und die er als seine Behausung empfunden hat, wie es in einem von seinen Texten heisst. Ich habe auch schon Gedichte von ihm in Gottesdiensten gelesen. Und zu der Taufe, finde ich, passt einer von seinen sogenannten Psalmen, wie er sie selber nennt. Er schreibt: Siehe Herr, ich bewege mich. Du brauchst nur standhaft zu bleiben. Schweige, damit du mich hörst. Und die Stimme der anderen, die in deiner Abwesenheit leiser geworden sind. Herr, ich weiß nichts von dir und bin doch voller Verlangen. Ich will nur, dass du an mich glaubst, auch wenn du von mir alles weißt. Ich weiß nichts von dir. Ich will nur, dass du an mich glaubst, auch wenn du von mir alles weißt. Besonders die Worte aus dem Psalm vom Said haben mich an die Taufe denken. Noelia, die jetzt dann getauft wird, weiss von Gott nichts, so wie wir, was wir als Wissen verstehen. Als kleines Kind kann sie das ja auch gar nicht. Aber wissen wir Grossen dann eigentlich mehr von Gott? Ich weiß nichts und bin doch voller Verlangen. Ich glaube, es geht uns allen so, ob klein oder gross. Das Verlangen, mehr zu wissen und zu erfahren, begleitet uns ein Leben lang. Dass Noelia getauft wird, das habt ihr euch als Eltern, Jacqueline und Michel, euch so gewünscht. Es war euer Wunsch. Ihr wünscht euch in der Taufe, dass Gott an Noelia glaubt. Und ihr anerkennt in der Taufe, dass Gott von Anfang an Ja zu eurem Kind gesagt hat, so wie er Ja sagt zu uns allen, ob wir getauft sind oder nicht. Ich will nur, dass du an mich glaubst, auch wenn du alles von mir weißt. Ich bin überzeugt, Gott glaubt an Noelia nicht, obwohl er alles über sie weiß, sondern gerade weil er alles über sie weiß. Gott hat uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Ein Liebesbeweis, der stärker nicht sein könnte. In der Taufe geht es darum, um die Liebe von Gott, die allen Menschen zugesprochen wird. Taufe aus Wasser und Geist, wie wir sie verstehen, ist ein Bild. Wenn man ein Kind mit Wasser tauft, dann drückt das Wasser die belebende Kraft von dieser göttlichen Liebe aus. Das Wasser ist seinerseits ein Symbol für Fruchtbarkeit und für Lebenskraft. Mit der Wassertaufe sagen wir Ja zum Leben. Taufe ist das Ja zum Leben, das für uns und für andere soll zu einem Segen werden. Die bedingungslose Liebe von Gott wird heute im Symbol der Taufe der Noelia zugesprochen. Und das Wasser macht deutlich, du Noelia bist eingetaucht in die Liebe von Gott. Und dass wir jetzt dann auch wirklich Wasser haben da oben für die Taufe, für das sorgt der Gianluca, der grosse Bruder der Noelia. Komm doch gerade mal vor, Gianluca, und bring am besten gerade deine Mami und dein Papi auch gerade mit und natürlich Noelia. Und vielleicht Scotty und der Götti von der Noelia können wir doch auch gerade mitführen. So, jetzt haben wir da Wasser. He?
den mal heben. Das ist ein bisschen schwer. Magst du nicht. So. Kannst du da mal mit ein bisschen da reinfüllen. Das lange schon. He? Merci vielmals. Du hast noch ein bisschen. Ja, das ist gut. Das ist gut, he? Super, jetzt haben wir gerade genug. Sehr gut. Danke vielmals, Gianluca. So. Ja, der ist ein bisschen schwer, gell? Da kannst du mir gerade weitergeben. Merci. Jetzt haben wir Wasser. Ja, und wenn dann nach der Taufe da an dieser Osterkerze die Taufkerze noch angezündet wird, dann kommt neben dem Wasser noch das Licht als zweites Symbol der Taufe dazu. Das Licht, das die Verbindung ist zu Jesus Christus, der von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nie mehr im Dunkeln rumlaufen, sondern das Licht vom Leben haben. Mit der Taufe geht ihr als Eltern, als Gotti und Götti eine Verpflichtung ein. Ihr übernehmt Verantwortung dafür, dass Noelia mit der Zeit besser verstehen kann, was ihr da in der Taufe versprochen worden ist. Als Eltern, als Gotti und Götti macht ihr das auf eine ganz eigene Art und das ist auch richtig so. Und so frage ich euch jetzt, möchtet ihr der Noelia Wurzeln geben, solange sie klein ist, und Flügel, wenn sie grösser wird? Wenn ihr gemeinsam mit ihr aus der Liebe schöpfen, wo die Taufe uns Menschen verheisst. Wenn ihr das möchtet, dann sagt doch bitte gemeinsam ja. Ja, Noelia, willst du mal zu mir kommen? Hä? Willst du mal zu mir kommen? Hä? Oder nimmst du Mami mit oder den Papi? Hä? Kommst du mit? Hä? Kommst du mal führen? Ja, das ist super. Hä? Gut. Willst du sogar mal da raufkommen? Hä? Soll ich dich mal da rauflupfen? Also, schau mal, ich lupfe dich mal rauf. Schau, jetzt siehst du mal das Wasser da. Hä? Schau mal, jetzt siehst du die Leute von da oben. Hä? Genau. Ja, Noelia, Diem. Ich taufe dich auf den Namen von Gott. Auf den Namen von Jesus Christus. Und auf den Namen vom Heiligen Geist. Amen. Noelia, dein Taufspruch, den findet man im Buch Genesis, ganz am Anfang in der Bibel, und im Psalm 91. Und dort heißt es, Gott entsendet seine Engel, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden mit dir unterwegs sein und deine Reise gelingen lassen. Noelia, es segne dich Gott, der dich geschaffen hat. Es segne dich Jesus Christus, der dir Freiheit schenkt. Und es segne dich der Heilige Geist, der dein Leben in Liebe begleitet. Amen. Dann kannst du wieder runter. So, super, hast du das gemacht. Ja, und wenn ich jetzt vielleicht den Götti dürfte bitten, die Kerze da vorne an dem Osterlicht anzuzünden und wieder da herzustellen. Thank you.
Jetzt beten wir noch alle miteinander für Noelia und für ihre ganze Familie. Gott, du sagst Ja zu der Noelia. In ihrer Taufe kommt zum Ausdruck, dass du sie aufnimmst in die Gemeinschaft von deinen Kindern, wo wir alle dazugehören. Und ihr gilt deine Zusage, du bist ein Gott, der mit uns unterwegs ist und uns in allen Herausforderungen beisteht. Du selber gehst mit der Noelia, mit allen deinen Kindern mit und verlässt uns nie. Wir bitten dich, beschützt du Noelia auf allen ihren Wegen und bestärkt du sie. Lass sie deine Liebe spüren und stärkt du sie im Lauf von ihrem Leben durch die Kraft von deinem Geist. Begleite auch der Noelia ihre Eltern, ihre Gotti und ihre Götti und die ganze Familie. Lass sie aufmerksam sein auf die Bedürfnisse von ihren Kindern. Stärkt du sie in Momenten, wo es auch mal klemmt und schwierig ist. Danke für dein Mitgehen, Gott, für dein Auffangen und Bewahren in allem. Amen. Wir stimmen ein ins Tauflied, ihr findet es im Büchlein unter der Nummer 184. Gott, der du alles Leben schufst. Der Tiere, wo diesen Mitgeschöpfen
nicht nur in einer zeitgemäßen Tierethik begegnet, sondern sie auch als eigenständige theologische Subjekt mit ihrer ganz eigenen Gottesbeziehung ernst nimmt. Vielleicht habt ihr von meinen diesbezüglichen Interessen schon beim einen oder anderen Gottesdienst oder bei einer Veranstaltung etwas gespürt. Und wie mir das alles sowohl theologisch wichtig ist, als auch kirchlich relevant scheint, möchte ich meinen Abschiedsgottesdienst ein bisschen unter diese Thematik stellen. Und dazu passt eine Geschichte ganz gut, eine biblische Erzählung, die im Alten Testament erzählt wird. Es ist die Geschichte vom Bileam. Vom Bileam und von seiner Eselin, wie sie in der Übersetzung heisst. Wir finden sie im 4. Buch Mose, im Buch Numeri, im Kapitel 22. Und dort steht Folgendes. Lesung aus dem 4. Buch Mose, Numeri 22, 20 bis 34. In der Nacht kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm: Mach dich auf den Weg und geh mit den anderen. Aber tue nur, was ich dir sage. Am Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und ging mit den Hofleuten aus Moab. Aber Gott wurde zornig, weil Bileam mit ihnen ging, und der Engel Gottes trat Bileam in den Weg, als dieser auf seiner Eselin dahinritt. Das Tier sah den Engel Gottes auf dem Weg stehen, mit dem gezückten Schwert in der Hand, und wich ins Feld aus. Da schlug Bileam seine Eselin, um sie auf den Weg zurückzubringen. Darauf stellte sich der Engel auf den engen Weg zwischen den Weinbergen, der zu beiden Seiten Mauern hatte. Als die Eselin den Engel sah, drückte sie sich an der Mauer entlang und Bileam gegen die Mauer. Da schlug sie Bileam wieder. Der Engel Gottes ging weiter und stellte sich an eine besonders enge Stelle, wo es weder rechts noch links eine Möglichkeit gab, auszuweichen. Als das Tier den Engel sah, ging es unter Bileam in die Knie. Bileam aber wurde wütend und schlug die Eselin mit dem Stock. Da öffnete Gott der Eselin den Mund und sie sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich jetzt schon zum dritten Mal schlägst? Bileam erwiderte ihr: Weil du mich zum Narren hältst. Hätte ich ein Schwert dabei, dann hätte ich dich schon umgebracht. Die Eselin antwortete Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du seit eh und je bis heute geritten bist? War es etwa je meine Gewohnheit, mich so gegen dich zu benehmen? Da musste Bileam zugeben: Nein. Nun öffnete Gott dem Bileam die Augen, und er sah den Engel Gottes auf dem Weg stehen, mit dem gezückten Schwert in der Hand. Da verneigte sich Bileam und warf sich auf sein Gesicht nieder. Der Engel Gottes sagte zu ihm: Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich bin dir in den Weg getreten, weil mir der Weg, den du gehst, abschüssig ist. Das Tier hat mich gesehen und ist mir schon dreimal ausgewichen. Wäre es mir nicht ausgewichen, dann hätte ich dich vielleicht jetzt schon umgebracht, die Eselin aber am Leben gelassen. Bileam antwortete dem Engel: Ich habe gesündigt, weil ich nicht wusste, dass du mir im Weg standest. Jetzt aber will ich umkehren, wenn dir mein Vorhaben nicht recht ist. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were together?
Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice these crying earth, this weeping shore? Ja, ihr habt sie vermutlich gesehen, die Bilder vor so 2-3 Wochen, die Bilder vom Papst in Kanada. Der Papst Franziskus ist auf Kanada gereist, um sich zu entschuldigen. Und zwar, um sich zu entschuldigen für die Untaten der katholischen Kirche gegenüber der indigenen Bevölkerung, insbesondere ihren Kindern dort in Kanada. Noch bis vor wenigen Jahrzehnten hat die Kirche eine Art Umerziehungsheime betrieben in Kanada, wo die Kinder ihre Herkunft und ihre Lebensart hätten sollen vergessen. Ihre uralten Traditionen hat man wollen auslöschen und aus ihnen gute Christinnen und Christen machen. Mit welchen unmenschlichen Mitteln man das versucht hat, das wird ja an dieser Stelle gar nicht eingehen. Der Franziskus ist also auf Kanada gereist, um Verantwortung zu übernehmen für Taten, die die Kirche in der Vergangenheit an der indigenen Bevölkerung ihrer Lebens- und Denkweise begangen hat. Man kann den Besuch unterschiedlich bewerten und das passiert auch. Aber ich muss sagen, ich nehme dem Papst sein grosses Bedauern und sein demütiges Auftreten in Kanada auf eine Art ab. Und zwar vielleicht gerade darum, weil es um die Indigenen geht. Gerade darum, weil es um ihre Spiritualität und Naturverbundenheit geht, wo am Franziskus nahe stehen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Aber die Behauptung, die kommt nicht von irgendwo. Einerseits ist der jetzige Papst vorher Erzbischof von Buenos Aires und in sehr engem Kontakt mit den argentinischen Indigenen. Andererseits hat er sich als erster Papst den Namen Franziskus gegeben, bezogen auf den Franz von Assisi, der sich in der Tradition der Kirche wie kein zweiter für die Benachteiligten und für die Würde der Schöpfung eingesetzt hat. Mit ihm teilt der Papst sein bescheidenes Auftreten, die Ehrfurcht vor allem Leben und den Einsatz für die Ärmsten. Es ist darum, glaube ich, kein Zufall, dass der Franziskus schon ganz früh in seinem Pontifikat eine Enzyklika, also ein päpstliches Rundschreiben an die Weltkirche, herausgegeben hat,
das maßgeblich dem Umwelt- und Klimaschutz gewidmet ist. Das Dokument heisst Laudato Si. Der Titel und der Anfangswort entstammen dem Sonnengesang von Franz von Assisi. Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen. Aber was hat jetzt die Enzyklika mit unserer Geschichte von Bileam und seiner Eselin zu tun? Ja, es ist die Geschichte von einem Tier und von einem Mensch. Der Bileam ist ein bisschen eine zwielichtige Figur aus dem Alten Testament. Der Bileam ist ein Wahrsager, der zwischen Gott und dem Geld hin und her gerissen ist. Und in dieser kurzen Episode mit seiner Eselin zu einem mächtigen Auftraggeber reiten will. Ganz kurz zusammengefasst passiert Folgendes. Weil es nicht macht, wie er will, schlägt der Bileam sein Tier dreimal. Die Eselin erkennt den Engel von Gott, der Bileam nicht. Und am Schluss sieht der Bileam sein Vergehen ein. Das sind für mich drei Hauptaussagen von dieser Erzählung, die ich ein bisschen vertiefen möchte. Die Eselin wird von Bileam geschlagen, misshandelt. Und dass das nicht angebracht ist, sagt die Eselin später an Bileam gerade selber. Die Szene, die weist also hin auf Tierschutz, auf Naturschutz und wird gern für das Problem von der Ausbeutung von der Natur ganz generell beizogen. Es wäre jetzt aber ein bisschen einfach, den Moralfinger zu erheben und uns allen einmal mehr vorzuhalten, was alles falsch läuft und wie man es doch eigentlich machen sollte. Wenn man das machen würde, wenn man einfach den moralischen Zeigefinger erheben würde, dann würde man weder der Geschichte von Bileam und seiner Eselin noch einer redlichen Theologie gerecht werden. Die ökologische Krise, wo wir drin stecken, hat nämlich eine ernsthafte religiöse Dimension. Und sie stellt ganz neue Fragen. Auch an die Kirche. Früher in der Reformation hat die Menschen die Frage nach dem Heil umtrieben. Wie komme ich einen gnädigen Gott über? Solche Fragen interessieren heute kaum mehr jemanden. Heute gibt es andere Fragen nach dem, was unsere Existenz trägt, was uns Zukunft und Sinn gibt. Zum Beispiel die: Was kann ich, was können wir als Gesellschaft bewirken, um den ökosozialen Burnout von unserer Welt noch zu verhindern? Diese Frage ist heute für viele leitend bei der Suche nach dem, was wichtig ist und was wirklich zählt. Und damit auch bei der Suche nach einem aktuellen Gottesbild. Oder anders gesagt, die Umweltkrise, wo wir drin stecken, ist ein Zeichen der Zeit. Ein Zeichen der Zeit, an dem sich bewähren muss, ob Theologie für unsere Gegenwart überhaupt noch etwas zu sagen hat. Und ob die Kirche noch Hoffnung kann verbreiten. Eine geistesgegenwärtige Theologie geht davon aus, dass es Gott selber ist, der durch Aufbrüche und Umbrüche zu uns redet und Antworten fordert. Einige sagen sogar, die ökologische Krise sei eine Offenbarung. Gemeint ist damit, dass Gott heute durch den Schrei von der Schöpfung zu uns redet und sich uns zeigt in der ausbeuteten Kreatur. Das ist eine steile Behauptung, aber es lohnt sich, sie weiter zu verfolgen. Und da sind wir nämlich auch schon wieder bei der Eselin von Bileam. Gott gibt ihr eine Stimme und redet durch sie zu ihrem Besitzer. Ja, die Eselin sieht den Engel von Gott, der sich ihr in den Weg stellt. Der Bileam nicht. Er ist blind für diese Offenbarung. Der Bileam, der sich eigentlich Gott verpflichtet fühlt, er fühlt sich da im Recht und schenkt seinem Tier als feinfühligem Wesen keine Beachtung. Und damit erinnert mich der Bileam stark an die Kirche, wie sie noch bis vor kurzem war. Sie hat auch kaum ein Auge für die Natur, für gegenseitige Abhängigkeiten und für einen Umweltschutz, der effektiv zur Bewährungsprobe für die Kirche werden könnte.
Ja, punkto Naturverbundenheit hat die Kirche bis jetzt wenig überzeugt. Einerseits hat sie den Mensch völlig überhöht, andererseits die Natur verklärt und so ein bisschen durch die rosarote Brille angeschaut und einfach als wohlgeordnet dargestellt. Und eben als drittes erhebt sie regelmäßig den moralischen Zeigefinger, um uns Menschen als unkreative Ausbeuter zu pauschalisieren. Ich glaube, es wäre hilfreich, solche Vorurteile und Annahmen aufzubrechen und wieder mehr Bewegung reinzubringen. Was meine ich damit? Schöpfung ist nicht ein Gegenüber zum Mensch. Wir sind natürlich Teil davon. Und eine Schöpfung ist auch nicht nur einfach gut und wir nicht. Das Coronavirus ist nichts Gutes. Die Natur hat da viel Leid in die Welt gebracht. Aber natürlich kommt auch das nicht von ungefähr, hat verschiedene Gründe. Unter anderem auch der, dass wir natürlich auch immer weiter in natürliche Habitate von Wildtieren eingreifen. Wir haben so ein verklärtes Bild von einer nur guten Natur, wie wir uns selber so sehr davon entkoppelt haben. Ganz anders als eben zum Beispiel indigene Gesellschaften. Und da komme ich gerade nachher noch ein bisschen näher drauf. Wenn ich vorher gesagt habe, es müsse mehr Bewegung reinkommen in unser Naturverständnis, dann genauso natürlich auch in unser Verhalten. Wir sollten die Ethik der ökologischen Innovationen entwickeln. Als Christinnen und Christen haben wir den Anspruch zu Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, zu mehr Humanität und zu einem guten Leben für möglichst viele beizutragen. Und dafür braucht es ökologische Innovationen und Anstrengungen, die auch nur wir Menschen können vollbringen können. Ein mahnender Zeigefinger nützt da wenig und ist schlechte Theologie. Versteht mich nicht falsch, ich will das ökologische Engagement der Kirche überhaupt nicht kleinreden. Ich bin selber im Vorstand vom Verein Öko Kirchen für die Umwelt, wo schon seit vielen Jahren wirklich fundierte Aufklärungs- und Bildungsarbeit macht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der ein bisschen abgedroschene Ausdruck von der Bewahrung der Schöpfung, der muss irgendwie neu gefüllt werden. Denn die Kirche ist ja nicht nur ein Teil des Problems, sondern kann mindestens genauso Teil der Lösung sein, wenn sie will. Als Reformierte, als Protestant bin ich da fast ein bisschen neidisch auf die Enzyklika vom Papst Franziskus, die ich am Anfang erwähnt habe, auf das Laudato Si. Der Lehrtext nämlich, der ist gegenwärtig der weltweit wichtigste Kompass für die theologische und ethische Begründung für einen ökologisch-sozialen Wandel. Und Laudato Si verbindet auf überzeugende Weise christliche Schöpfungsspiritualität mit indigenen Traditionen. Laudato Si knüpft an als südamerikanisches Konzept vom
Buen Vivir, vom guten Leben, wo das Gleichgewicht mit der Natur, soziale Gerechtigkeit und eine solidarische Wirtschaft anstrebt. Sowohl Laudato Si wie Buen Vivir sind systemkritische Antworten auf das westliche Entwicklungsdenken auf Kosten der Umwelt. Und an diesem Punkt können die Kirchen echt ein Teil der Lösung werden. Indem sie zum Beispiel die Ansätze von einem Buen Vivir und von der Befreiungstheologie aufnehmen, die auch aus Südamerika kommt und einen starken Naturbezug hat. Indem die Kirchen solche Steilpässe aufnehmen und dabei die Mitwirkung von ihren Gläubigen und den Dialog mit anderen Kulturen ernsthaft betreiben, können die Kirchen gegen den drohenden Klimakollaps und das Artensterben etwas Wirksames unternehmen. Als Protestant wieder bin ich in der Regel froh, gilt eine päpstliche Enzyklika nicht für uns. Aber bei Laudato Si wäre ich echt froh, wenn auch wir Reformierten diesen wichtigen theologischen Text vermehrt würden zur Kenntnis nehmen. Er würde uns nämlich auch entsprechen. Wir Reformierten verstehen uns bekanntlich als Suchende, als Menschen auf einem Weg, auch auf einem Glaubensweg, der nie aufhört. Laudato Si definiert die Kirche ebenfalls als Suchende und vor allem als Lernende. Ökologisch, interkulturell, interreligiös. Schließlich betrifft ja auch der Klimawandel uns alle. Alle Kulturen und Religionen. Und bei all dem Lernen und Anknüpfen an anderen Weltanschauungen wird von uns Christinnen und Christen doch zu Recht erwartet, dass wir eine Botschaft von der Hoffnung, eine frohe Botschaft zu verkünden haben. Darum nochmal, theologische Unterfütterung von Angstdiskurs, indem wir eine Öko-Apokalypse aufbeschwören, ist schlechte Theologie. Christliche Hoffnung ist nicht eine Alles-wird-gut-Hoffnung, sondern eine, die weiss, dass man auch scheitern kann, dass es Katastrophen und Leid gibt und wo das nicht einfach billig übertüncht. Christliche Hoffnung schöpft ihre Zuversicht aus der Gewissheit, dass uns Gott auch in den Abgründen von unserer Existenz und in schmerzhaften Veränderungsprozessen begleitet. Damit wir zu solchen echten Transformationen bereit sind, muss uns das zuerst schonungslos offenbar werden. Nun öffnete Gott Bileam die Augen und er sah den Engel Gottes auf dem Weg stehen. Der Engel sagte zu ihm: Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich bin dir in den Weg getreten, weil mir der Weg, den du gehst, abschüssig ist. Das Tier hat mich gesehen und ist mir schon dreimal ausgewichen. Bileam antwortete dem Esel: Ich habe gesündigt, weil ich nicht wusste, dass du mir im Weg standest. Jetzt aber will ich umkehren, wenn dir mein Vorhaben nicht recht ist. So endet die Geschichte von Bileam und seiner Eselin. Gott hat sich an Bileam schonungslos offenbart, sodass der zu einer echten Veränderung überhaupt erst bereit wird. Solche biblische Geschichten sind nach wie vor ein bewährter Fundus, wenn man sie redlich auf aktuelle Herausforderungen überträgt. Die Geschichte von Bileam und seiner Eselin steht mit vielen anderen Geschichten aus der Bibel für ein Gegenkonzept zu unserem Fortschrittsversprechen vom immer schneller, höher und weiter. Die biblischen Traditionen stehen als altes Lebenswissen für Achtsamkeit, für Solidarität und ökologische Transformation. Genügsamkeit, Kreativität und Resonanzfähigkeit sind Eigenschaften, die wir künftig sicher mehr werden brauchen. Und eben in solchen Geschichten kommt immer wieder ganz eine realistische Hoffnung zum Ausdruck, nicht eine verklärte. Und das, ganz zum Schluss, ist für mich auch der Grund, warum wir bei den anstehenden ökologischen Herausforderungen gut beraten sind, unseren Blick zu weiten auf Menschen und Traditionen, die schon seit immer mit der Natur leben und sich als selbstverständlicher Teil davon verstehen. Indigenes Lebenswissen verklärt das Zusammenleben mit Tieren und Pflanzen nämlich überhaupt nicht. Die Menschen dort, die leben nicht im Paradies, in einem romantisierten Miteinander von aller Kreatur.
Und gerade weil das so ist, gerade weil die Menschen auch um die Gefahren und die Unberechenbarkeiten von der Natur wissen, erfahren sie ihr Leben als vielfältige Abhängigkeit von allem um sie herum. Wir müssen überhaupt nicht so werden wie die Indigenen. Das können wir auch gar nicht. Aber etwas von diesem Lebenswissen ist auch noch in uns selber drin. Schließlich haben auch wir einmal mit der Natur gelebt. Die Kirchen waren lange stolz darauf, diesen Zustand überwunden zu haben. Und sie haben lange versucht, das den noch existierenden Indigenen auch noch auszutreiben. Es setzt aber ein Umdenken ein, Gott sei Dank. Darum ist der Papst auf Kanada gereist. Und darum hat er Laudato Si veröffentlicht. Als Kirche sind wir ein Teil der Lösung. Dazu muss man sich der eigenen Schuld bewusst werden, wie der Biliam, aber nicht als hemmender Klotz am Bein, sondern als Moment wieder Hoffnung können zu schöpfen, wo echte Veränderung möglich macht. Der Anfang macht die Einsicht und die Aufmerksamkeit fürs Leben um uns herum. Und zwar fürs Leben aller Art. Setzen wir uns also wieder auseinander mit dem Leben. Machen wir uns verwandt mit allem Lebendigen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir als Kirche, als Gesellschaft zur Lösung können beitragen können. Weil ich bin überzeugt, wir können letztlich nur schützen, was wir kennen und was wir wertschätzen. Und wir können, kirchlich gesprochen, die Schöpfung nur bewahren, wenn wir uns wieder, wie die Indigenen, ganz natürlich als Teil davon verstehen und erleben. Amen. Ich lade euch jetzt ein zum Fürbittegebet. Ihr betet mit Wort vom Papst Franziskus, wie er sie in Laudato Si formuliert hat. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umgibst,
Gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden. Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde zu retten. Sie sind so wertvoll in deinen Augen. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber. Damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten. Zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. In unserer Hoffnung sehen die Menschen, die von dieser Welt gehen mussten, dann das göttliche Licht. Und so denken wir an dieser Stelle an die verstorbene Rosmarie Tschirren Berger, geboren am 23. Juli 1932 und verstorben am 30. Juni. Die Angehörigen von der Frau Tschirren haben nach der Trauerfeier Anfang Juli, vorgestern Freitag, noch auf dem Friedhof Seidenberg von ihrem Abschied genommen. Danke Gott, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. So das Wort von der Fürbitte aus Laudato Si. Und miteinander beschließen wir die Fürbitte mit dem Unser Vater, wo Menschen schon seit Generationen Kraft und Ermutigung drin finden. Wir beten gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. I love you, mother.
falls ich die Hände brauche für etwas. Ja, lieber Manuel, im Namen des Kirchengemeinderats möchte ich dir herzlich für deine sehr geschätzte Arbeit und deinen Einsatz hier in der Kirchengemeinde danken. Du bereicherst unser Team seit 8 Jahren. Im November 2014 hast du hier gestartet und ein halbes Jahr später hast du die Leitung des Pfarrteams übernommen. Obwohl sich ja bekanntlich die Pfarrerinnen nicht wirklich leiten lassen. Seit fast eineinhalb Jahren darf ich zusammen mit dir in der Gemeindeentwicklung arbeiten. Ich habe die Zeit sehr geschätzt. Mich hat es immer beeindruckt, wie gelassen du auch in stressigen Momenten geblieben bist. Und auch der Humor in der Zusammenarbeit mit dir ist nie zu kurz gekommen. Manchmal sind wir im Garten vom alten Pfarrhaus gehockt und haben hier Tränen gelacht. Ich habe dich als pflichtbewusste, speditive, pragmatische und extrem empathische Person kennenlernen. Was selbstverständlich eine Zusammenarbeit umso schöner macht. Du hast nicht viel Raum für dich beansprucht. Vielmehr hast du Raum geschaffen. Raum für Begegnungen. Raum für Gespräche. Für Ideen. Diskussionen. Raum für Visionen. Ein gutes Beispiel ist die Entwicklung des alten Pfarrhauses, wo du maßgeblich daran beteiligt warst. Ich weiss, dass dir das, aber auch alltägliche Aufgaben wie Kasualien, besonders Dolphine, und auch die aufgeschlossene Gemeinde hier und die Bewahrung von Schöpfung, die Ehrfurcht vor dem Leben, viel bedeutet haben. So schade es ist, dass du unsere Kirchengemeinde verlässt, so sicher bin ich mir, dass du an deiner nächsten Anstellung, nämlich als Regionalpfarrer, mit all deinen Stärken einen grossen Mehrwert wirst darstellen für viele Pfarrpersonen, die deine Hilfe werden suchen. Und so wünschen wir dir von Herzen alles Gute für deine nächsten Herausforderungen und für deine weitere Zukunft. Und hoffen natürlich auf ein baldiges Wiedersehen. Vielleicht im Garten vom alten Pfarrhaus. Merci vielmals. Lieber Manuel, wenn jemand auf Reisen geht, dann braucht er einen Koffer. Du gehst ja nicht eigentlich weg, sondern bleibst hier in der Gemeinde wohnhaft. Hast aber jetzt nicht mehr so einen kurzen Arbeitsweg, sondern musst häufig zwischen dem Oberaargau und dem unteren Emmental pendeln. Für das, lieber Manuel, brauchst du einen Koffer, auch wenn es nur ein kleiner Koffer ist. Ein wunderbarer Koffer, den ich übrigens in Brokkante habe gefunden und das Gefühl hatte, das passe sehr gut zu dir. Ich habe natürlich noch 2-3 Sachen drin. Ich möchte anfangen mit einem Taschentuch, ein Nasentuch mit einem wunderbaren Vogelsujet. Wo ich weiss, es fällt dir nicht ganz einfach. Es ist ein toller Job, den du jetzt wirst als Regionalpfarrer annehmen können. Trotzdem weiss ich, dass dir das Team hier viel hat bedeutet. Und ich bin überzeugt, wenn du alle im Stau stehst, zwischen hier und dem Oberaargau, wirst du vielleicht das eine oder andere Tränchen verdrücken und an uns denken. Das ist mal das Erste. Merci. Bitte schön. Eine Sache, die wir alle sehr an dir haben geschätzt haben, und das hat Janis schon gesagt, ist die Humor gesehen. Manchmal die rabenschwarze Humor. Und auch ich habe nicht selten Tränen gelacht. Ich habe das Motiv vom Autofahren schon aufgenommen. Du wirst viel auch im Stau stehen. Und wenn man da muss gegen bremsen und Gas geben, wirst du vielleicht das eine oder andere Mal müssen auf deine Füße schauen. Und damit das nicht so eine triste Sache wird, habe ich dir extra ein paar schöne Socken, die wir dir auf der Bewerbung mitgeben. Bitte. Ich habe die gleichen, übrigens. Ich dachte, ich hätte es schon gesehen. Ja. Ich habe die auch als schnellen Denker erlebt. Einer, der Visionen hat und sich immer Gedanken macht,
wie eine Kirche im 21. Jahrhundert könnte funktionieren. Das schnelle Denken kommt jetzt einer ganzen Region zugut. Ich bin sicher, ein Job, den du angenommen hast, passt gut zu dir. Mit ihrer gewissenhaften und strukturierten Art hast du uns Fahrpersonen hier in Muri Gümligen und auch den anderen Mitarbeitenden immer ein bisschen den Rücken frei gehalten. Du bist häufig an Sitzungen gegangen und hast so Background-Arbeit erledigt, dass wir anderen auch glänzen konnten. Dein schnelle Denken möchte ich symbolisieren mit einem Proteinriegel. Merci. Und das Letzte, was ich hier in meiner Wanderbox drin habe. Du wirst mit deiner neuen Stelle kein eigentliches Büro mehr haben. Du wirst viel unterwegs sein, brauchst aber gleich vielleicht manchmal auch Orte, wo du weisst, da habe ich Freunde, da gehöre ich her und da habe ich einen Platz, wo ich auch arbeiten darf. Du hast schon gesagt, Janis, der Platz wird auch weiterhin das alte Pfarrhaus sein. Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag bedient mit Kaffee. Du bist natürlich aber auch jederzeit willkommen am Montag oder Dienstag. Wenn ich rum bin, bist du herzlich willkommen und wir trinken miteinander ein nicht so gutes Kaffee aus der Kaffeemaschine. Für das habe ich dir noch einen guten Schein, dass du den Kaffee auch cool. Vermaschst. Merci vielmals, wow. Im Namen des Pfarrteams sage ich merci vielmals für deine Arbeit, deine Visionen und deine Art, wie du als Mensch einfach so bist. Das obere Aargau und das untere Emmental kann froh sein, haben sie einen Regionalpfarrer wie dich. Und wir hier in Muri-Gümligen müssen ein bisschen traurig sein, müssen wir auf dich und deine Theologie und dich als Mensch in Zukunft verzichten. Bevor ich das Wort nochmal an Janis übergebe, bleibt mir nur noch zu sagen, danke vielmals für alles, was war. Danke vielmals für alles, was noch wird kommen wird. Und behüte Gott, lieber Manuel. Ja, wir haben auch noch etwas aus dieser Tasche zu zaubern. Ja. Falls du nicht nur beruflich, sondern auch kulinarisch mal willst, neue Wege gehen willst. Oh, oh. Und dann auch noch etwas anderes Kleines, das wird sich dann dir super. Das ist alles Restaurant und Bar und so, das klingt alles super, ja, danke. Merci vielmals. Ah, noch ja. Da hinten steht noch ein wunderschöner Blumenstrauß, den Franzi für dich hat zusammengestellt. Wow, danke, danke. Merci. Merci vielmals. Danke vielmals. Ja, merci vielmals euch beiden für die warmen Worte. Ja, ich möchte auch noch ein paar wenige anschliessen an dieser Stelle. Ich möchte das nicht überlang machen, aber natürlich möchte ich mich auch bedanken. Ja, ich möchte mich in erster Linie bei euch allen bedanken, die heute da sind, die diesen Gottesdienst jetzt zusammen mit mir gefeiert haben. Euch ganz persönlich, die den Weg jetzt unter euch genommen haben, aber auch, die stellvertretend stehen für ganz viele Menschen, die ich in den letzten 8 Jahren durfte kennenlernen und treffen in den ganz verschiedensten Zusammenhängen und aus den verschiedensten Ecken von dieser Gemeinde. Das ist ein Privileg im Pfarramt, dass man so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen darf. Und das wird mir vermutlich effektiv auch ein bisschen fehlen, wie du gesagt hast, in Zukunft, wo ich ein bisschen, ja, ein bisschen weiter weg von der Front sozusagen bin. Danke vielmals also euch allen, auch am Kirchgemeinderat, für das Vertrauen in den letzten 8 Jahren. Ich habe das immer sehr zu schätzen gewusst. Das Vertrauen in gute und auch ein bisschen in schwierigeren Zeiten. Dann danke ich natürlich auch sehr meinen Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen für die
immer sehr konstruktive Zusammenarbeit mit euch. Es war eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Also meistens. Du hast es gesagt. Merci, dass ihr mich als euer Pfarrteamleiter respektiert habt. Und zumindest immer mal wieder so da habt, als würdet ihr euch so ein bisschen führen lassen. Das hat mir gut getan. Ja. Genau. Natürlich danke ich auch allen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ämtern und Bereichen von der Kirchengemeinde für alles, was wir zusammen aufgebaut haben und einfach zusammen erlebt haben. Und wenn wir schon mit im Danken sind, dann möchte ich den Dank gerne ausweiten auf die Menschen, die heute im und rund um den Gottesdienst mitgewirkt haben. Da ist zum einen der Andreas Marti an der Orgel für die passende Musik von Mendelssohn und das Begleiten von den Liedern. Wir dürfen dann ganz zum Ausgang nochmal eine Mendelssohn-Variation hören. Dann danke ich auch euch beiden sehr herzlich, liebe Sarah, liebe Regula, für ja, auch eure Musik, die heute so thematisch passt hat. Und auch euch hören wir nochmal ganz am Schluss. Danke vielmals auch dir, Maria, dass du uns heute die Geschichte von Biliam und seiner Eselin gelesen hast. Danke sehr herzlich Christoph Knoch, der das Ganze von der Empore aus dort oben nicht nur mitverfolgt, sondern auch aufgezeichnet hat und jetzt dann eigentlich erst recht zu tun bekommt beim alles aufbereiten und zweckschneiden. Merci vielmals dir, Christoph, für das Geschenk. Und dann danke ich am Siegeristinnen-Team rund um Franziska Meder herzlich für alles vorn herum und drumherum und natürlich auch für den wunderbaren Strauß. Merci vielmals. Da danke ich auch an Beatrice Soltermann, die für uns alle nachher einen herzhaften Apero parat gemacht hat, wo ihr alle natürlich auch so herzhaft und herzlich dazu eingeladen seid. Es würde mich freuen, euch noch möglichst zahlreich dort noch ein bisschen zu sehen und mit euch noch ins Gespräch zu kommen. Und danke auch jetzt schon der Beatrice, so in Absentia, die noch dahinten ist und alles parat macht. Und ja, nochmal vielen Dank euch, Janis und Sebastian, für die persönlichen Worte. Merci. Und jetzt bleibt mir noch auf Kollekte aufmerksam zu machen. Dass wir noch lange von indigenen Kulturen lernen können, müssen wir dafür sorgen, dass es sie auch noch lange gibt. Für das setzt sich in der Schweiz die Gesellschaft für bedrohte Völker ein. Die breit abgestützte Organisation ist eine unabhängige Stimme für Indigene und für andere Minderheiten. Die Gesellschaft für bedrohte Völker unterstützt lokale Bemühungen zur Stärkung von Menschenrechten und Mitspracherecht von Indigenen und arbeitet international mit Partnerorganisationen zusammen. Mit der Kollekte von heute helfen wir mit, dass indigene Völker ihre Rechte auch einfordern können, dass sie selbstbestimmt leben können und dass unser Land seine Verantwortung zur weltweiten Einhaltung der Menschenrechte wahrnehmen kann. Ich lege euch die Kollekte also sehr ans Herz und danke jetzt schon ganz herzlich für all eure Spenden. Nada te turbe, nada te spante, nichts soll dir Angst machen, nichts soll dich quälen. Wir singen zum Abschluss das bekannte Lied aus Dese dreimal durch, bei der Nummer 706.
Frag einmal die Tiere, sie lehren es dich. Die Vögel des Himmels, sie künden es dir. Oder rede zur Erde, sie wird dich lehren. Die Fische des Meeres erzählen es dir. Wer von ihnen allen wüsste nicht, dass die Hand Gottes das alles gemacht hat? In seiner Hand ruht die Seele allen Lebens. Das steht so im Buch Hiob. Für mich ganz ein zentraler Vers in der Bibel. Einer, der ganz viel zusammenfasst, der mir wichtig ist. Mit dem Gedanken, dass wir alle Geschöpfe sind von dieser einen grossen Schöpferkraft. Mit dem Gedanken wünsche ich euch allen jetzt ganz einen schönen Sonntag und einfach alles Gute. Vielleicht sehen wir uns ja noch in den verbleibenden 3 Wochen oder sonst einmal im Dorf. Wir bleiben ja da wohnen. Und der Tauffamilie wünsche ich heute ein ganz tolles Fest, ein gutes Zusammensein und einfach alles Gute mit der Noelia und natürlich mit dem Gianluca. Jetzt zum Schluss bitten wir um den Segen von Gott. Nachher dürfen wir nochmal Musik hören, zuerst Sarah Fluri und Regula Keller und gerade im Anschluss nochmal Andreas Martin. Wir haben den Gottesdienst angefangen mit dem biblischen Bild vom Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bach ausstreckt und so immer Frucht bringt. Und wir hören auf mit einem Segen, der genau diesen Vers aufnimmt und uns allen soll gelten. Gott, wie ein Baum, sei vor dir mein Leben. Gib Wurzeln mir, die in die Erde reichen, dass ich tief gründe in den alten Zeiten, verwurzelt in dem Glauben meiner Vorfahren. Gib mir die Kraft, zum festen Stamm zu wachsen, dass aufrecht ich an meinem Platze stehe und nicht wanke, auch wenn die Stürme toben. Gib, dass aus mir sich Äste frei erheben, o meine Kinder. Gott, lass sie erstarken und ihre Zweige strecken in den Himmel. Gib Zukunft mir und lass die Blätter grünen und nach den Wintern Hoffnung neu erblühen. Und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen. Gott, wie ein Baum, sei vor dir mein Leben. Amen. Yes, and how many times
just doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend. And how many years must one man